Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hogwarts Legacy. Mein Name ist Dr. Skill und wir finden gerade ein bisschen raus, wo dieser Raum ist. Ja, wir müssen da mal ein bisschen positiv bleiben. Das ist ziemlich unheimlich. Ich schätze, selbst wenn wir dadurch herausfinden, was deiner Tante passiert ist, stellt es immer noch ein Risiko dar. Tante Noctua hatte gute Absichten und verlor dabei ihr Leben. Ich will nicht, dass sowas nochmal passiert. Du weißt nicht, ob sich die Geschichte wiederholt. Außerdem meintest du, deine Tante dachte wie du. Das könnte ihr Andenken ehren. Deine Fragen zu Slytherin und Sebastians Fragen zu Anne beantworten. Deine Tante hat das allein durchgezogen. Wir könnten es gemeinsam tun. Gut, ich sehe schon. Und ich gebe zu, du hast mich überzeugt. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Gut, ich erzähle, was ich weiß. Wo ist Sebastian? Ich warte hier. Muss ich jetzt nur winken? Der war doch hier. Ich hoffe, wir bereuen das nicht. Sebastian, hier drüben. Diese Feuerstellen öffnen das Skriptorium. Jetzt verrätst du es? Ich habe dich angefleht und du hast nichts gesagt. Du warst nicht der, der mir gesagt hat, was ich hören musste. Das Öffnen des Eingangs hat etwas mit der Zahl 3 zu tun. Na, 3 Köpfe sind besser als einer. Nein, 2 Köpfe sind besser als einer. Und nach der Logik sind 3 besser als 2. Das ist bloß Mathe, Ominous. Hier passiert irgendwas. Ich hoffe, wir sind bereit dafür. Ah, es wird doch lustig. Dunkle, unheilvolle Gänge. Die liebe ich ja. Kein Kommentar. Ach komm schon. Confringo! Revelium. Ich hab mal die Idee. Eine verschlossene Tür. Brauchen wir Reparo wahrscheinlich hier, oder? Wir sollten uns umsehen. Reparo. Der Schutt formt ein Relief mit einem Menschen und einer Schlange. Dann höre ich wohl ihre Stimme. Die Stimme ist uralt. Du hörst eine Stimme? Es fing an, als du das Relief repariert hast. Ein Flüstern, das sagte, sprich mit mir. Ich bin ein Parsemund. Das heißt, ich kann mit Schlangen reden. Nahezu jeder bekannte Parsemund stammt von Salazar Slytherin ab. Ich würde auch gerne mit Schlangen reden können. Diesen Wunsch solltest du überdenken. Die Parsesprache wird oft mit schwarzen Magiern assoziiert. Ich habe sie ewig nicht gesprochen, aber ich denke, wenn ich es tue, wird sich die Tür öffnen. Ich hoffe, du überdenkst das noch einmal. Ich sehe keinen Grund, jetzt aufzuhören. Als ich von zu Hause wegging, schwor ich, die dunklen Künste hinter mir zu lassen. Doch hier bin ich nun. Vorsicht! Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Es hat geklappt. Ominous, das ist wirklich eine herausragende Fähigkeit. Neben euch beiden fühle ich mich ja richtig unscheinbar. Ach, du bist ja auch noch dabei. Uns beiden? Ich... vergiss es. Revelio. Es gibt keinen eindeutigen Weg. Wie in einem Labyrinth. Confringo! Salazar Slytherin wollte bestimmt, dass es schwer lösbar ist. Die Tür, aus der wir kamen, ist zu. Und vor uns liegt mehr als ein Tor. Revelio! Ich suche jedes Tor genau auf Hinweise. Confringo! Confringo! Ja. Endlich tun uns mal allen einen kleinen Gefallen. Wo ist er denn? Da ist Lumos. Lumos. Revelio. Die Feuerschale. Sie ging an, als die Tür sich schloss. Lumos. Confringo. Ja. Das verlangt Konzentration. Das hat Tante Noctua auch gesagt. Vielleicht braucht es Übung. Haben wir wahrscheinlich das gleiche Zeichen, oder?
Ah, okay. Das war mehr Zufall wie Glück gerade. Mit den richtigen Symbolen geht es auf. Das hatte ich auch gerade vor, aber du warst schneller. Gute Arbeit. Lumos. Das ergibt aber natürlich Sinn, ja. Okay. Noctua erwähnt schmerzhafte Herausforderungen, aber auch Belohnungen. Lumos. Schmerzhaft. Der Teil gefällt mir nicht. Ich habe nur Belohnungen gehört. Okay. Los, weiter. Es gibt noch mehr Rätsel. Durchsucht jeden Gang. Seht genau nach, welcher wohin führt. War hier vorne nicht nochmal so ein Teil? Ah, Halbkreis, Schlange. Noch ein Tor. Slytherin trieb wohl gerne Spielchen. Muss in der Familie liegen. Du musst gerade reden, Sebastian. Das klang vielversprechend. Noch ein Rat gelöst. Beeindruckend. Gut gemacht. Mal, was haben wir hier? Akio. Ups. Confringo. Ach, verdammt, was war's? Ah, steht das vielleicht wieder? Ja. Ne. Ominous, deine Tante wollte eure Familientraditionen ändern. Lumos. Ja, genau. Deshalb hatte ich sie von allen am liebsten. Wollen wir mal schnell schauen gehen, was stand hier? Ach, Alpha und Baum. Berg. So, jetzt. Noch eins? Nicht gerade gastfreundlich, was? Gute Arbeit. Wir sind dem Skriptorium einen Schritt näher. Ach so, die Richtung. Dann ist halt in die falsche Richtung gehüpft. Lumos. So. Ah, hier rechts, darüber, da lang. Hier bin ich, Leute. Ich habe da vorne was gesehen. Sieht unheimlich aus. Ah, die nehmen ihn von alleine an. Warum bin ich vorgelaufen? Das Tor. Wir sind wohl eingesperrt. Mal wieder. Dann ist Salazar Slytherin noch nicht fertig. Okay, ja. Lumos. Ominous. Ein Skelett. Und Noctuas letzter Eintrag. Ich hab da jetzt schon die... Wo wir das jetzt haben, jetzt müssen wir schnell schauen, wo ist denn Crucius? Was war das denn für ein Zauber? Fringo, hatten wir das nicht? War das nicht ein Zauber? Mario. Ah, war das nicht den, den wir jetzt lernen? Ja, genau, okay. War. Gefangen von einem unverzeihlichen Fluch. Hier ist sie gestorben. Und hier werden wir auch sterben. Ich hätte nicht auf euch hören sollen. Ominous, das mit deiner Tante tut mir sehr leid. Privé. Aber ich weiß, was zu tun ist. Das wird gar nicht einfach. Du meintest, du weißt, was zu tun ist. Gequälte Gesichter auf der Tür und in den Stein ist Crucio eingraviert. Ich vermute, die Tür öffnet sich, wenn wir den Cruciatus-Fluch wirken. Deshalb ist Noctua gestorben. Sie konnte den Fluch auf niemanden wirken. Ominous hat die meiste Erfahrung damit. Er sollte es tun. Du scheinst in Ominous Gunst zu stehen. Kannst du ihn fragen? Ich rede mit ihm. Auf dich scheint er ja nicht gut zu sprechen zu sein. Gut. Tu, was nur du tun kannst. Hätten wir doch nur flüssiges Glück. Das hätte alles nicht sein müssen. Ominous. Ich dachte nicht, dass wir in so einer Zwickmühle landen würden. Salazar Slytherin schon.
Er ist für viele unvorstellbare Dinge verantwortlich. Ich habe dich und Sebastian gehört. Ich werde es nicht tun. Der Cruciatus-Fluch ist pure Folter. Das weiß ich. Sebastian hat mir erzählt, was dir als Kind passiert ist. Klingt, als hättest du keine Wahl gehabt. Ich hätte wissen müssen, dass er es dir sagt. Und man hat immer eine Wahl. Ich bin so schuldig wie der Rest meiner Familie. Unverzeihliche Flüche funktionieren nur, wenn man es wirklich will. Ich wollte diesen Schmerz zufügen und das werde ich mir niemals verzeihen können. Seinetwegen habe ich keine Familie mehr. Du und Sebastian werdet eine andere Lösung finden müssen. Wenn du Crucio wirkst, wirst du es ewig bereuen. Was machen wir jetzt? Omenis will den Cruciatus-Fluch nicht nochmal wirken. Lächerlich. Als wäre hier zu verenden besser, als diesen elenden Zauber zu wirken. Jetzt kommt es auf uns an. Ich kann dir Crucio beibringen oder es gegen dich wirken. Warte. Du hast nicht erwähnt, dass du auch Crucio beherrschst. Weil ich mir nicht ganz sicher bin. Omenis kennt ihn am besten, aber er lässt uns keine Wahl. Ich will nicht wie Noctua Gaunt enden. Ich glaube, ich schaffe es, wenn es sein muss. Ich will den Fluch lernen, aber ich will ihn nicht auf dich wirken. Du musst ihn auf mich anwenden. Ich werde das nicht vergessen. Zauber nehmen wir natürlich mit, dass wir ihn dann zumindest selber können. Aber eine sehr schöne moralische Frage. Bereit? Ja, bereit. Alles in Ordnung? Dieser Schmerz, er war entsetzlich. Aber ich werde es überleben. Los, weiter. Gut. Wir haben es geschafft. Das ist Salazar's Skriptorium. Wir sind hier. Unfassbar. Sebastian, Omenis. Hier drüben ist ein Buch. Hast du was gefunden? Geht nur vor. Sag mir, was drin ist. Ich laufe ein wenig herum. Darf ich mal sehen? Na, ich gebe dir gleich das Buch. Okay. Erstmal was trinken, ist immer eine gute Idee. Schon sicher nur einen Tag da. Was meinst du? Sieht aus wie eine Art Zauberbuch. Das ist unglaublich. Das Eigentum eines Gründers von Hogwarts. Was für eine Ehre. Unglaublich, dass Omenis nie von seiner Tante und ihrer Entdeckung sprach. Was wirst du mit Slytherins Zauberbuch tun? Was ich mit jedem Buch tue, es lesen. Mit Lehrern als Eltern gewöhnt man sich das schon früh an. Aber das kann ich noch später. Erst sollten wir diesen Raum erkunden. Ja. Atemberaubend. Revelio. Ich will nicht gehen. Aber ich stehe in eurer Schuld. Ohne euch beide hätten wir es nie so weit geschafft. Wir hatten Glück. Wir hätten sterben können. Wir dürfen so etwas nie wieder tun. Ja. Ah, da ist der Ausgang. Okay. Oh mal. Ich sehe einen Ausgang. Die beste Neuigkeit des Tages. Mal schauen, wo wir rauskommen. Omenis, deine Tante... Sebastian, bitte. Ich habe das vorhin ernst gemeint. Wir schwören uns jetzt, dass wir schwarze Magie und alles, was damit zu tun hat, nie wieder anrühren. Verstanden. Das mit deiner Tante tut mir wirklich leid. Nie wieder. Ich schätze, nach allem bin ich dankbar zu wissen, was mit ihr geschah.
Danke. Ja, nett auf jeden Fall. Wir sind Stufe 19 geworden. Hat sich ja gelohnt. Und mit Blick auf die Uhr bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Schaut auch gerne morgen wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.